Den Friedhof verlassen. Aha. Na klasse. Das könnte dir bekannt vorkommen. Paris im Mittelalter, spätes 14. Jahrhundert. Du bist außerhalb der Stadtmauer. Ich schlage vor, du suchst dir einen Weg zurück. Krass. Oh Mann. Neue Belohnung in Uplay. Naja, gut, nehmen wir gern. Die Katakomben durchqueren. Nichts lieber als das. Also, irgendwie. Boah. Krass. Was ist hier denn los? So, ich würde sagen, hier lang. Da hoch. Darüber. Hier runter? Nee, irgendwie nicht. Doch nochmal hoch. Hier geht's nicht hoch. Geht's hier hoch? Shit. Komm hier runter. Ah, okay. Sehr gut. Alles klar. Dann gehen wir hier lang. Ach, wir hätten einfach nur rüberspringen können. Naja, gut. Auch egal. Oh, was war hier denn los? Mittelalter. Ist echt cool gemacht hier. Das gefällt mir richtig gut. Boah. Alter Schwede. Boah, wie krass. Oh. Die Simulation bricht zusammen. Finde den Ausgang. Schnell. Sehr witzig. So. Alter Schwede. Schnell, Arno. Schnell. Das könnte der Ausgang sein. Ich hoffe es. Ich hoffe es. So, hier lang. Brücke überqueren. Wohoho. Wow. Krass. Boah. Okay, ich glaube, da hinten müssen wir hin. Du bist fast da. Ja, ich sehe es. Boah, nein, 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 nein. Boah. Alter Schwede. Boah, Hilfe. Wie geil ist das gemacht? Ich feiere das gerade echt. Folge meiner Stimme. Geh zum Ausgang. Schnell. Boah. So, jetzt aber, komm. Oh. Wie krass. Kriegt ihr wieder die 5, am liebsten 6 oder 7 sogar. Okay, Novize, bringen wir das zu Ende. Du hast es fast geschafft. Viel hat sich verändert seit deiner Abreise aus Paris. Viel, was korrigiert werden muss. Und wir sind Jamal keinen Schritt näher. Ganz so ist es auch nicht. Ich habe einen Namen. Und? Robespierre.
So, bevor wir hier aber jetzt weitermachen, mache ich endlich den die Aufnahmepause, den Cut. Moment, das können wir noch machen, bevor ich das wieder vergesse beim nächsten Mal. Fähigkeiten. Können wir uns das leisten? Wir können es uns theoretisch leisten. Es sollte auch alles freigeschaltet sein. Nein. Und? Weil wir ja tatsächlich Giftgas. Das wäre natürlich schön. Naja, nee. Verbesserte Phantomklinge. Kommt, wir... Brauchen wir das noch? Ich glaube jetzt erstmal nicht, ne? Gesundheit. Können wir uns nicht leisten. Verkleiden brauchen wir vermutlich auch nicht mehr. Fernkampf. Wollen wir Giftgas nehmen? Das ist Auffüllpunkt. Aha. Ja, nö. Nö, kommt. So. Giftgas. Weil wir sind jetzt, glaube ich, in Sequenz 12, wenn mich nicht alles täuscht. Oder? So, Robespierre, genau, da sind wir gerade. Dann machen wir das Riss freigeschaltet, Mittelalter. Sehr schön. Ich würde sagen, es ist nicht weit weg, ich weiß. Wir machen das in der nächsten Aufnahmesession. Dann machen wir vielleicht auch noch was anderes. Mal gucken. Also, ich verabschiede mich. Bis dahin. Ciao. Ja, hallöchen, meine Lieben. Da sind wir in der wahrscheinlich finalen Aufnahmesession. Weil wir sind jetzt in Sequenz 12, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich weiß, dass ich da Geld habe. Wir sind hier gerade. Ich hatte ja gesagt, wir wollen damit direkt weitermachen. Aber... Ihr habt es gerade gesehen, wir oben haben nur 4 von diesen Diamanten, nenne ich es mal. Und für diese Sequenz brauchen wir wahrscheinlich 5. Ja, wäre vielleicht ein bisschen besser. Wir gehen mal zum Geschäft. Vielleicht gibt es da bessere Ausrüstung noch. Achso, jetzt habe ich vergessen, das zu markieren. Ich weiß halt nicht, ob das so gut ist, wenn wir da jetzt schon hingehen. Ja. Na gut, dann mache ich es halt so. Ist ja unglaublich. Warum die das sperren, ist mir ein Rätsel, weil hier darf man ja hin. Wie doof. Ja, ihr habt ja wahrscheinlich gemerkt, in der letzten Aufnahmesession gab es Probleme mit der Aufnahme an sich, mit der Datei. Ich weiß nicht, was das war. Ich hoffe, das ist jetzt nicht mehr so. Können uns nicht allzu viel leisten, da wir Verbrauchsgegenstände erstmal aufgefüllt haben. Ausrüstung. Ausstattung. Vielleicht nehmen wir doch wieder unseren anderen Gürtel mit weniger wir verbessern den einfach mal. So. Mit weniger Dietrichen, aber dafür ist er halt tatsächlich besser. Boah. Legendärer Phantomgürtel. Ich glaube, den habe ich durch irgendwas freigeschaltet, was ich so außerhalb des Spiels gemacht habe. Aber dass man den dann trotzdem noch kaufen muss, ist ein bisschen daneben, ne? Ah, hier. Da. Das ist er. Ah. Ja, der ist jetzt, nicht so doll, ne? So, der hat 3 von diesen Dingern. Da sind es 4. Ja, dann nehmen wir tatsächlich den. Leisten können wir uns leider keinen anderen. Müssen wir noch ein bisschen räubern gehen.
Wir brauchen definitiv bessere Ausrüstung. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Bleibt uns nichts anderes übrig. Ja gut, das bringt uns jetzt... Sieht natürlich genial aus, ne? Aber bringt uns ja jetzt nichts. So. Okay. Nur 3. Da sollten wir vielleicht auch uns verbessern. Reichweite des Adlerauges. Ich meine, ja, ist halt doof irgendwie. Leisten können wir uns hier auch nichts. Nehmen wir mal das Ding. Verbessern wir mal. So, gucken wir. Ja, da geht die Gesundheit runter. Ja, Farben bringen uns jetzt nicht so wirklich viel. Hier können wir uns ohnehin nichts leisten. Oh, im Besitz. Und man kann es verbessern. Dann nehmen wir das Ding. Der meisterliche Phantommantel. Warum nicht, hä? Warum nicht? Oh. Ist aber, ganz schön teuer. Sieht aber genial aus, oder? Gefällt mir. Na gut. Unterarme. Das haben wir in Besitz. Das haben wir an. Dreier. Boah, nehmen wir mal, ne? Verbessern wir nochmal. So. Ich versuche halt jetzt... oh. Mist. Hätten wir das mal zuerst genommen. Egal. Darauf kommt es jetzt auch nicht an. Huiuiuiuiuiui. Ist halt legendär, ne? Guck mal, oben diese Diamanten, wie ich sie nenne, sind hier golden. Aber das können wir uns im besten Willen nicht leisten. Beine, hatte ich ja schon geguckt. Gut. Vollstrecker sind wir jetzt. Wir brauchen aber trotz allem noch bessere Ausrüstung. Nee, das war falsch. So. Dann würde ich sagen, machen wir einfach noch andere Aufgaben, aber decken jetzt erstmal die restlichen dann doch noch auf, die restlichen Aussichts- oder die Schnellreiseorte, nennen wir es so. Diese Synchronisationspunkte. Da ist das Spiel auch nicht so schnell vorbei. Also, obwohl es gar nicht so schnell war jetzt, ne? Ich habe ja echt viel nebenher gemacht. Habe ich in den letzten Assassin's Creed-Teilen irgendwie gar nicht gemacht. Also, gerade bei Assassin's Creed 4, Black Flag, diese Seeschlachten und das alles, das war zwar gut umgesetzt, aber irgendwie doch nicht so meins, ja? Also, super. Nee. Nee, ich mag lieber so über Dächer hüpfen und sowas alles. Also, es passt auch mehr zu Assassin's Creed, wie ich finde. Und ja, jetzt bei Assassin's Creed 3 da einfach ein bisschen auf Jagd gehen und so weiter, da war mir meine Zeit doch zu schade für. Aber das hier macht richtig... Ich muss mal die Lautstärke bei mir im Ohr runterstellen. Im Headset war gerade doch ein bisschen laut. Das ist irgendwie ein bisschen nervig gewesen immer. Jetzt müssen wir hier hochklettern, oder wie? Ach ja, das war ja dieser Händler. Ui, den holen wir uns. Den holen wir uns. Los. Los, Arno. Ja, so kriegen wir ihn nicht. Wow, Alter. Da ist er. Da ist er noch. Lauf, Arno. Lauf. Ah, jetzt ist er, glaube ich, weg. Würde ich sagen. Ich guck nochmal, aber nee, der dürfte weg sein. Schade. Na gut, dann gehen wir dahin.
Hui. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Vielleicht ein Mordfall oder wieder diese Pariser Geschichten. Sind ja auch immer ganz nett. Der letzte, glaube ich, war dieser Typ im Frauengewand, ne? Der uns da so einen Auftrag gegeben hat mit diesen Duellen. War irgendwie ganz lustig. Ja. Ich kann es leider nicht lesen. Entschuldigung. Ups. Und mitten reingehüpft. Hat natürlich auch was. Das Pantheon. Oh, okay. Ja, das hat sich voll gelohnt, da jetzt drauf zu hüpfen. Warum die Leiter nutzen, wenn es auch anders geht? Ne? Komm, glaube ich, nicht rüber gehüpft. Komm hier irgendwo hoch. Da geht's weiter. Sehr gut. Muss einem doch einer sagen. Na, hier müsste es aber hochgehen, ne? Na. So. Aha. Boah. Warum sollten wir es nicht nutzen? Aber irgendwie müssen wir auch komplett hochkommen. An so einer Säule geht's, glaube ich, nicht. Oder? Ach doch, könnte klappen. So. Na, kommen wir da hoch? Nee. Doch, geht. Sehr gut. Hui. Meine Güte, der muss sich doch wahrscheinlich mit langen Fingernägeln irgendwie da reinkrallen oder so. Hui. Gott. Boah, ist das hoch. Schön. Da gibt's das. Ich dachte gerade so, gibt's hier eine Möglichkeit runterzuhupfen? Da, Pariser Geschichte, die Bewachung des Volkes. Ja, dann holen wir uns diesen Aussichtspunkt und dann machen wir das, oder? Ein Büchsenmacher der Templer eliminieren und Terroir de Mericourt helfen, ihre Pariser Miliz zu bewaffnen. Ja, machen wir. Ist das synchronisiert? Machen wir nochmal. Komisch, oder? Warum wird denn das trotzdem noch angezeigt? Kurios. Äußerst kurios. Finde ich nicht okay so. So, gespeichert. Jetzt können wir uns nur noch fallen lassen. Okay. Lassen wir mal durchgehen. So, in welche Richtung müssen wir denn? Ach, da lang. Da gehen wir einfach mal. Hier können wir rein. Das ist ja lustig. Das gefällt mir. Hier können wir nur rumlaufen, denke ich. Ja, schade. Ui. Boah, war das hell. Na, ihr? Der wird die Erde für Ruhe und Ordnung sorgen. So. Au! Drecksack. So. Plündern? Na, geht doch. Ah, ja, ich. Wir dürfen hier ja gar nicht sein. Ups.